Wie so oft beginnt alles mit einem Druck auf den Recording-Knopf. Machen wir mal hoffen, dass das alles so vernünftig bleibt. Na, okay. Ja, nicht lange überlegen. Wir sehen hier die Anzeige der Stromerzeugung, die ein zuverlässiges Flugzeug vermuten lässt. Brandneu, direkt aus der Werft. Piep, falscher Knopf gedrückt. So, fängt ja wieder gut an. Wie war das doch hier mit den. Sind das wirklich schon beleuchtete Instrumente? Nee, ne? Ich drehe sie jetzt aber nochmal hier dran rum. Also, man muss den hier wegmachen und hier runter verstecken sich die. Doch, das ist schon. Das ist schon das Hellste. Na gut, soll uns. Ist doch leise, das Flugzeug, ne? Also, zumindest jetzt, wo man noch nicht so richtig Gas gegeben hat. Bremse ist weg, Gas ist rein. Oh, da muss ich aber ordentlich Pedale treten. Endlich mal nicht so feinfühlig, sondern da muss man schon so ein bisschen dann rumtreten, damit was passiert. Und mein Panel ist schon wieder weg. Mein Gott, ich habe zwei Handys abgeschaltet, damit die, also zumindest den Wi-Fi abgeschaltet. Den Wi-Fi, ja, den Wi-Fi abgeschaltet. Und hat's geholfen? Nein, nicht die Bohne. Ja. Ich habe sogar den Router neu gestartet, was ja durchaus ein bisschen Zeit kosten könnte, aber trotzdem bricht heute das Netz pausenlos zusammen. Es gibt so Tage. Zack, Connect, da hat er ihn wieder. Dann kommt auch gleich das Bild wieder. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, dass ich 500 Fuß über dem Boden bin. Die Sonne steht noch tief. Es ist früh Uhr morgens. Das ist Viertel nach 7 Uhr früh. Das sollte ich vielleicht mal erwähnen, zu was für unchristlichen Zeiten ich hier bisweilen unterwegs bin. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eben hier die Karte an. Aha, wir müssen rechts rum. Sehr schön. Dann fliegen wir nicht gegen die Sonne, das blendet dann nicht so. Was mich daran erinnert, dass wir dann natürlich auf der Rückreise, ne, wenn es aus Südafrika wieder die Küste hoch gen Norden geht, dann werden wir häufiger mal auch in die Sonne hineinfliegen. Richtung Norden? Eher unwahrscheinlich, ne? Eine Frage der Uhrzeit. So. Ihr merkt, ich bin völlig verwirrt. Oh, da haben wir Walvis Bay. Habe ich nicht irgendwas erzählt, dass da irgendwie 18 Kilometer südlich so ein Loch im Boden ist, das als Diamantenmine dient? Mal gucken, ob wir das auf die Schnelle finden. Ist ja irgendwo. Warte mal, da ist die vorgesehene Flugrichtung. Haben wir eigentlich ein Einziehfahrwerk? Ich glaube nicht. Ich drücke trotzdem einfach mal vorsichtshalber auf den Fahrzeug-Einziehschalter. Ja, genau. Den Einziehschalter fürs Fahrwerk und dann werden wir mal sehen. So, jetzt übergebe ich mich einfach mal an den Autopiloten, sage, kümmere dich um die Höhe, kümmere dich um die Navigation. Als Höhe versuche ich immer einzureden, dass wir kaum 3000 Fuß hochfliegen. Ja, wer weiß, was dazwischen so alles kommt. So, 3000 Fuß, die machen wir nach Steigleistung von 1000 Fuß pro Minute. Bisschen optimistisch vielleicht, aber sei es drum, kümmere dich selber ums Abfangen. Ja, so weit, so gut. Jetzt habe ich aus Versehen tatsächlich die Karte schon mit drin gehabt. Ne? Dabei müssen wir doch noch. Oh, guck mal, jetzt kommt ein bisschen Licht ins Cockpit. Dabei müssen wir noch Fotos schießen, was disconnected vom Flight Simulator. Na ja, schön. Von den meisten kenne ich ja zum Glück noch die. Nein, das ist der falsche. Das war Shift W, Shift 4 ist das Richtige. Von den meisten kenne ich jetzt zum Glück noch die normalen Tastendrucke-Kombinationen, um dann irgendwie dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Die sehen so ein bisschen aus wie Araber, ne? Vielleicht trainieren die fürs World Trade Center. Man weiß ja nie. Gesunde Skepsis ist ja heutzutage immer angebracht. Und sie tragen keine Masken, was glaube ich im Flugzeug sowieso nicht ohne weiteres drin wäre. Ja, ne? Schönes kleines Flugzeug, eine Tomahawk ist das. Tomahawk, ja, Tomahawk. Ja, ich komme auf den Lautstärke-Dingens, also bei dem Ding, das ist so leise, da kann man echt mal ein bisschen näher dran bleiben. Gut, Foto haben wir gemacht, dann können wir auch den hier wieder aufklappen. Wir sind genau auf Kurs, wir haben rein hypothetische 2 Stunden Flugzeit, das wird natürlich nichts.
Das machen wir auf gar keinen Fall. Ach ja, hier kann ich durch langsam rum, dann rumtreten. Ne? Na schön, dann machen wir hier die Mountainkamera weg. Genau. So, bis jetzt ist er auch nicht wiedergekommen. So, dann versuche ich mal wieder die klassische Methode. Ja, gehen wir hier einfach mal raus. So. Raus, raus, am rausesten. Und dann stelle ich den einfach mal ab. WLAN aus. Bis 3 zählen. WLAN wieder einschalten. Verbindung, bla bla bla, verbunden. Tada! Und er auch verbunden. Also irgendwas. Es muss irgendeinen Zusammenhang muss es ja geben. Aber andererseits läuft das Ding dann auch tageweise super durch, ohne irgendwelche Probleme. Also. Ist der auch noch verbunden? Nein, den müssten wir erstmal überreden dazu. Genau, machen wir eine neue Verbindung. Dann machen wir mal den. Und dann machen wir den. Und natürlich den wichtigsten ist der hier. Zur Abwechslung machen wir auch nochmal den dazu. Ja. Und dann erstmal rumgucken. So, wir sind auf den 3000 Fuß über Grund sind wir angekommen. Das sieht auch alles soweit ganz gut aus. Eine staubige Straße, Verwerfungslinien. Dann haben wir zu unserer Rechten oben noch so ein bisschen Ozean im Blick. Und wohin fahren wir? Wir fahren dahin, wo man den Namen der Stadt endlich mal ordentlich aussprechen kann, nämlich Luderitz. Jawohl, Luderitz. Wo ist das Luder hin? Da. Ja, ne? Ich zoome hier mal zurück für den Fall, dass irgendjemand vielleicht möglicherweise nicht beim ersten Lauf schon dabei war. Open Flight Plan, den habe ich hier noch gar nicht geöffnet. Roll für Spain nach Luderitz öffnen und da fliegen wir lang. Ja, durch Namibia bis da unten hin. Es geht eigentlich nur über Wüste. Also so tolle Farben wie beim vorherigen Flug werden wir hier eher nicht haben. Theoretische 187 Meilen, die wir natürlich abkürzen werden. Und wenn ich mir das Gelände dazwischen so ansehe, werden wir auch nicht so wahnsinnig viel verpassen dabei. Werfe du als erstes mal einen Blick rein. Na wo rein? Natürlich in die Runde. Ist ja klar. Und da sehen wir auch schon, es gibt eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Die Farben sind ganz okay. Also nicht so langweiliges Sandgelb, aber trotzdem, es ist auch nicht so der Brüller. Ja, wir sind unterwegs mit 100 Knoten. 70% Leistung, also ein bisschen mehr geht noch. Versuchen wir die 110 mal zu kitzeln. So. Ist echt leise, das Flugzeug, ne? Ob das Absicht ist oder ob da einfach nur jemand nicht vernünftig programmiert hat, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, es ist früh um morgens, deswegen steht die Sonne so schön tief und vor uns tut sich, nachdem wir jede Menge ehemaligen Meeresboden hatten, irgendetwas auf, was ja, entweder Dünen oder eben die schon genannten Verwerfungslinien und farblich würde ich vielleicht zur Verwerfung tendieren, obwohl ich zugegebenermaßen kein Wüstenspezialist bin. So, da ist alles zu sehen, da ist auch alles zu sehen. Ich glaube, ich mache mal wieder hier, ich kann sie alle durchprobieren. Hier ist die Fratzenkamera, ist die überhaupt noch programmiert? Einmal nicht. Doch, den gibt's noch, ja, ne? So, dann hätten wir noch den Blick von oben, ist der noch programmiert? Oder tut er sich aber schwer mit? Huch, das ist zwei Knöpfe weiter, also... Wenn ich hier irgendwas druckt, das ist schon, ja, interessant, was man hier geboten bekommt. Ja, na gut, nehmen wir den, nehme ich auch, ist gekauft. Obwohl, ganz ehrlich, die Landschaft ist ehrlich gesagt im Moment schöner als ich. Da machen wir ruhig den hier, ne, mit der kleinen Kamera. So. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ich Luderitz hier schreiben muss. L-U-D-E-R. Es gibt ein Luder, ja, das ist ein Jagdausdruck für ein Lockdingens. Luderitz. Luderitz. Ein Luderitz gibt's auch noch. Hier ist Luderitz. Ja, vielleicht ist natürlich das eigentlich Luderitz. Aha, Luderitz. Zu diesem Stichwort ist kein Artikel vorhanden. Womöglich ist Luderitz gemeint. Ja, Luderitz wäre natürlich die amerikanische Schreibweise, weil die kein Ö haben. Obwohl die total auf die Punkte oben drüber stehen. Siehe Motorhead und ähnliche. Oder Motorhead eigentlich steht.
Ja, ich korrigiere meine Aussage, es sieht wirklich nach Dünen aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall ist oder ob er die tiefstehende Sonne hier ins Satellitenbild wirklich mit einbauen kann. Wenn ja, Respekt. Also sieht ziemlich gut aus. Ziemlich langweilig, aber ziemlich gut. Wir haben, ja, 3000 Fuß und sind auch 3000 Fuß über Grund ungefähr. Na, dann lass mich doch mal gucken, ja. Lüderitz. Ehemals, sowie inoffiziell heute noch, Lüderitzbucht. Bei Gründung Lüderitz-Orf. Nee, Lüderitz-Ort. Nicht der Orf, Dorf, Ort. Also Lüderitz-Ort. Eine namibische Hafenstadt an der Lüderitz-Bucht am östlichen Lüderitz-Atlantik. Nein, Scherz, Südatlantik. Sie liegt im Wahlkreis Nami... Ach du Gott, das kann man nicht vorlesen, unmöglich. 12.500 Einwohner wurde am 12. Mai 1883 hier gegründet. Voll krass, ey. Angra Pequeña. Ja, das wird wohl... Der portugiesische Seefahrer Bartolomeo Dias landete 1487 auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien als erster Europäer in der großen Bucht. Die heute Lüderitzbucht genannte Bucht nannte er Angra Pequeña, kleine Bucht. Bevor Dias weiter segelte, errichtete er traditionsgemäß als Zeichen der Inbesitznahme ein Steinkreuz mit Wappen, ein sogenanntes Padrão, an der Dias-Spitze auf der Lüderitz-Halbinsel im Lüderitz-Ozean. Das stark erodierte Originalkreuz wurde 1929 durch eine Nachbildung ersetzt. Die fast unkenntlich gewordenen Teile des Originals sind in Museen in Kapstadt und Lissabon ausgestellt. Ja, eine tatsächliche Inbesitznahme der Bucht und des umgebenden Landes fand in den folgenden Jahrhunderten indes weder durch Portugiesen, noch durch eine andere europäische Macht statt. Lediglich die der Küste vorgelagerten Pinguininseln, deren reiche Guano-Vorkommen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgebeutet wurden, wurden ab 1861 von den Briten in Besitz genommen. Ja, man rafft sich unter den Nagel, was zu kriegen ist. Oh, der Bremer Tabakhändler, na Bremer war's, yay! Der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz landete 1883 in der Angra Pequeña. Lüderitz wollte das allgemein als wertlos angesehene Land um die Bucht erwerben, weil er hoffte, dort Bodenschätze zu finden. Durch seinen Mitarbeiter und Teilhaber Heinrich Vogelsang handelte er dem Orlam-Führer Joseph Friedrichs II. In Bethanien ein ca. 40 Meilen langes und 20 Meilen tiefes Landstück ab, um darauf einen Handelsposten zu errichten. Friedrichs erhielt 100 Goldpfund sowie 250 Gewehre, für das seiner Ansicht ca. 70 mal 35 Kilometer große Gebiet. Also für den Preis kann man sich auch heute noch 70 mal 35 Kilometer Land kaufen. Nach Vertragsabschluss wurde dem Verkäufer klargemacht, dass es sich nicht um englische Meilen, also ca. 1,6 Kilometer, handelte, sondern selbstverständlich preußische Meilen zu 7,5 Kilometer. Und dass er damit einen Großteil seines Stammesgebietes von 300 mal 150 Kilometern verkauft hatte. Dieser Handel ging als Meilenschwindel in die Annalen ein. Hehehe, Bremer Tabakhändler, alles klar. Ja, Herr Lüderitz, so ein Schlawiner. Im April 1884 gab die deutsche Reichsregierung dem Ansinnen Lüderitz statt, seine Erwerbung vor britischen Ansprüchen zu schützen. Am 7. August 1884 wurde auf den in der Lüderitzbucht liegenden deutschen Korvetten auf Anweisung von August Lüderitz die deutsche Flagge gehisst
und das Land offiziell unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt. Das 1903 auf dem alten Friedhof errichtete Lüderitz-Denkmal erinnert an die Inbesitznahme des Landes unter dem Schutz des Deutschen Reiches. Hier ist sogar ein Foto davon. Also von dem Denkmal, nicht von der Inbesitznahme. Ja, wie war das noch? Das Gegenteil von Polygam ist monoton. Ja, also man gewöhnt sich schnell an diese hochauflösenden tollen Bilder. Aber so auf lange Sicht bisschen eintönig. Ist das diese Lüderitzbucht, ist das nicht so die Gegend, wo man nach Möglichkeit nicht stranden möchte? Weil man ins Landesinnere einen unerfreulichen Weg vor sich hat, keine Ahnung. Egal. Kommt mir total leise vor der Motor, ich kann mir auch nicht helfen. Als Lüderitz umfangreiche und teure Suche nach den erhofften Bodenschätzen erfolglos blieb, geriet er in wirtschaftliche Bedrängnis und musste Lüderitzland 1885 an die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika verkaufen. Nach Lüderitz Tod 1886, also ein Jahr später, verlieh die Kolonialgesellschaft der Bucht Angra Pequena den Namen Lüderitzbucht. Ah ja, jetzt geht's um den Ort. Einen sehr bescheidenen Aufstieg erlebte der kleine Ort erst 1904 mit der Stationierung der hier im Kampf gegen die aufständischen Nama benötigten Schutztruppensoldaten. In dieser Zeit war die Stadt vor allem für das vor der Küste auf Shark Island errichtete Konzentrationslager bekannt. Oh, oh. Hier wurden die im Nama-Krieg gefangen genommenen Orlam und Nama mit ihren Familien interniert. Von den rund 2000 Inhaftierten überlebten wegen der dort herrschenden schlechten Hygiene- und Witterungsverhältnisse nur etwa 450 Stammesangehörige. Das Lager wurde erst auf energisches Drängen der im Lande tätigen Missionare geschlossen und ins Landesinnere verlegt. Ja, ja, so waren sie damals, die Missionare. Und die Kolonialisten, die waren ja auch nicht so nett. Erst lange nach dem Tode von Adolf Lüderitz, er galt seit 1886 als im Rahmen einer Erkundungstour zum Oranje verschollen. Wurde im Jahr 1908 beim Bau einer Schmalspurbahn Diamanten bei Lüderitz entdeckt, was zu einem kurzzeitigen Boom führte. Der zunehmend industriell betriebene Diamantenabbau, der mit ihm ins Land strömenden Glücksritter und der Bau der Diamantensiedlung Kollmannskuppe brachten auch für Lüderitz einen steilen Aufstieg zu einer ausgesprochen wohlhabenden Stadt mit sich in der Folgezeit. In der Folgezeit entwickelte sich Lüderitz zu einem florierenden Handelshafen. Das Gouvernement stationierte hier das Bereisungsschiffs Okahanja. Seine Rolle als wichtigster Hafen der Kolonie musste Lüderitz aber bald an den an das nee, an musste aber bald an das zentraler gelegenes Wagkopmund abtreten, wo ein künstlicher Hafen angelegt wurde. Hier sind ein paar Bilder von Lüderitz um 1910. Sehr interessant, sehr hübsch. Ja, dass ihr es nicht sehen könnt. Müsst ihr halt selber mal, ne? Was sagt die Eieruhr? 18 Minuten haben wir schon wieder rum. Ja, ich muss uns gleich versetzen, ne? Bedeutungsverlust nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, Name der Stadt. Ja, das ist... Kurzzeitig hieß die Stadt auch Fort Vogelsang. Die Einwohner aller Sprach- und Volksgruppen bezeichnen sich selbst als Buchtler. Aha, geplante Umbenennungen, aha. Ja, interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Aha. 1993 machte der Amman-Chef David Fredericks den Vorschlag, die Stadt in Ausrufezeichen Nami, französisches Doppelkreuz, NUS, umzubenennen. Kennt auch kein Mensch Umsprache. Der Name bedeutet Umarmung und soll auf die ersten Bewohner des Gebietes zurückgehen, die Amman. Eine Untergruppe der Nama. 2012 billigte das namibische Kabinett diesen Namen. Im Februar 2013 wurde darüber der Lüderitzer Stadtrat in Kenntnis gesetzt. Durch Proklamation des namibischen Präsidenten Hifikepunye Pohamba wurde am 9. August 2013 der Wahlkreis Lüderitz in Lüderitz umbenannt. Die korrekte Aussprache ist für nicht Koko-Go-Up-Sprecher schwer, weshalb der Name von ihnen vermieden wird.
Auch Befürworter des neuen Namens meiden dessen Aussprache, da diese derjenigen des derben derjenigen eines derben Schimpfwortes ähnelt. Ja, aufgrund einer missverständlichen Aussage in der Proklamation des Präsidenten war zeitlich von einer Umbenennung auch der Stadt ausgegangen worden. Die örtliche Bevölkerung hat diese jedoch nicht akzeptiert und strebte danach, in jedem Fall die deutsche Bezeichnung Bucht in einem neuen Namen zu haben. Bla bla bla. Aha. Offenbar hatte Nahe im Gespräch mit einer Tageszeitung gesagt, dass die Buchtler die öffentlichen Treffen im Zusammenhang mit der Namensänderung nicht besucht haben, weil sie vielleicht in einer Schäbin, Klammer auf, Ausdruck für eine illegal betriebene Kneipe waren. Bla 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 bla. Bla bla Missverständnisse, bla 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 bla. Geografie, Lage, Klima. Yeah. Geh mal weg da. Böser Pointer. Wassertemperatur des Atlantiks zwischen 10 und 16 Grad. Bla bla bla. Angenehm feuchtes Kühler. Flora und Fauna. Aufgrund des vorherrschenden Wüstenklimas beschränkt sich die natürliche Flora und Fauna rund um Lüderitz überwiegend auf Meeresbewohner. Der kalte, nährstoffreiche Benguela-Strom sorgt für eine reiche Fischfauna, die Lebensgrundlage für Meeressäuger wie Delfine und Seebären sowie Seevögel und Pinguine, Kormorane und Möwen darstellt. Die Brutgebiete der Seevögel sind dabei insbesondere die der Küste vorgelagerten Pinguininseln ja überraschend. Einwohner- und Sozialstruktur, bla bla bla. Die Arbeitslosenquote liegt bei etwa 60% und damit über dem namibischen Durchschnitt. Städtepartnerschaft. Seit 2019 besteht eine Partnerschaft zu Lüderitz, einem Ortsteil von Tangerhütte in Sachsen-Anhalt. So, Fischfang und Tourismus. Besonders der Fang von Langusten, die nach Spanien und Japan exportiert werden, hat eine gewisse Bedeutung. Allerdings mussten die Fangquoten aufgrund massiver Überfischung vermindert werden. Russland erhält durch seine Fanglizenzen etwas für seine Unterstützung des Befreiungskampfes der Swapo zurück. Deutschland stellt Namibia ein Überwachungsschiff für die Fischereikontrolle zur Verfügung. Auslandszucht. Wirtschaftliche Verwertung von Seegras wurde ins Auge gefasst. Verkehr, Bildung, Kultur, Söhne und Töchter der Stadt, eine Fußballerin, ein Anti-Apartheid-Aktivist und eine Fußballerin. Literatur, Filme, Weblinks, Einzelnachweise. Ja, gut. Oh Mann, da hat sich ja viel getan, seit ich angefangen habe zu lesen. Ist ja der Wahnsinn, was hier für eine abwechslungsreiche Landschaft vorherrscht. Kein Wunder, dass das niemand haben wollte. Dann würde ich mal sagen, versetze ich uns ein bisschen nicht nur ins Koma, sondern ein Stück weiter. Move Map! So, ich warte mal so ein bisschen spaßeshalber, wie lange das dauert, bis die Bodentexturen hier nachwachsen. Es ist halt ein kostenloser Server, ne? Da kann man jetzt nicht erwarten, dass sie... ja Gott, machen wir den hier, ne? Da kann ich wenigstens im Voraus schon mal gucken. Ja. 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 Ja, ich glaube, das können wir kurz machen. Hottentots Bay. Die Bucht der Hottentotten. Ah ja. Hätte ich lieber nicht erwähnt. Das gibt bestimmt wieder Ärger. So. Ist sowieso, ne? Was sagt ihr mal so leicht den Kanaken? Die Kanak sind ein eingeborener Volksstamm. Und die Hottentotten, ne, sind auch ein eingeborener Volksstamm. Das kommt eben auch von ehemals Deutsch-Südwestafrika. Das schiebe ich einfach mal ganz brutal weiter, bis dahin, wo wir sowieso hinwollen. Ja, dann setze ich uns mal hier hin. Da haben wir ein paar Berge vor der Nase. Achtung, festhalten, es ruckelt. Kann auch länger ruckeln, das weiß man nie so genau. Wie so ein Eisbär im Käfig. Witzig wäre natürlich, wenn die das Versetzen abgeschlossen ist und man merkt gar keinen Unterschied, weil es genauso aussieht wie 200 Meilen weiter. Englische Meilen weiter. Ich
bräuchte hier irgendwo noch so eine LED. Also ich habe ja hier eigentlich den Rechner oben. Da müsste irgendwie so einen kleinen Spiegel da ansetzen, dass man dann praktisch immer die LED sehen kann. Ja, doch. Eine gewisse Ähnlichkeit gibt's, aber ich denke mal, 11 Minuten warten wir jetzt nicht ab. Unter uns, das sieht aus wie eine richtige, zünftige Wüsten, Dünen, Meer, wie sich das gehört. Und das da vor uns nicht. Naja. Also Move Map. Über den hüpfen wir jetzt noch so gerade eben. Oder machen wir direkt davor? Nee, ist zu lang. Ich setze mich mal dahin. So, festhalten. Zack. Also wenn das kein Meeresboden war, ne, dann fragt man sich wirklich, was war denn mal Meeresboden? Ja. Ne, irgendwie so ein Hügel, der aus dem Dünen hervorsticht. Ja, die Umsetzung der Lichtverhältnisse ist recht gut gelungen, muss ich wirklich sagen. Mann, das ist ja mal ein Strand, ne? Ein Sandkasten, wie man ihn sich erträumen kann. So, ich tue schon mal wieder die Füße auf, bitte da aber drauf. Auf sowas wie irgendwie ILS brauche ich nicht zu hoffen, nein, natürlich nicht. Ja, Berge, aber wir drehen vorher ab. Irgendwo da hinten geht's hin. Und noch 6 Minuten, das ist ja richtig viel. Naja. Dann schauen wir. Die Geschwindigkeit halten wir auf jeden Fall bei. Wir fliegen 110 Knoten bei 76-77% Leistung. Ein bisschen was hätten wir vielleicht sogar noch rausschinden können. Könnt ihr auch jetzt machen, ich kann jetzt auch ein bisschen rausschinden. Nee, der Drehdings mag wieder nicht. Okay, einmal rausziehen. Einmal wieder einstöpseln, einmal wieder Reconnect machen. Dann gehen hier vielleicht irgendwie, ja, jetzt gehen hier Lemmys an, das ist gut. Und dann drehe ich ihn mal auf 120 rauf, mal gucken, ob das noch was bringt. Das schindet wieder eine halbe Minute oder so. Tüdelütum. 5 Minuten noch. Da habe ich es auch wieder sehr großzügig gemeint mit der Einflugschneise. Na schön, aber es sieht ja auch ganz gut aus hier, ne? Also das hier erinnert ja total an einen Mondkrater jetzt. Soll ich nochmal versetzen? Noch ein paar Minuten rausschlagen? So 2 Stück oder so? Boah. Da ist die Landebahn. Das heißt, wir verlieren jetzt mal gewaltig an Höhe. Ich würde mal sagen, auf... Oh, bei dem Flieger muss ich wieder in 10er-Schritten schrauben, ja. Menno, was macht ihr denn mit mir? Weißt du was? Scheiß drauf. Ich stelle einfach nur ein, dass wir wie ein Stein fallen. Da muss ich mich um die Höhe eben selber kümmern. Obwohl Altitude Hold ist schon wieder an hier. Warum? Naja, ansonsten fliege ich eben manuell. Das habe ich mal gelernt. Ja, ich kann das irgendwie. Im weitesten Sinne jedenfalls. Dann schalte ich den hier mal wieder zurück auf kleine Daten. Autopilot aus, wo ist die Trimmung? Oh, die Trimmung ist brutal vorne, da muss ich da erstmal einschreiten. Oh, man merkt gar nichts. Das heißt, dass der Jog mal wieder disconnected hat. Ey, das klappt ja wieder alles wie am Strick hier. So, jetzt erstmal Tempo raus. Trimmung auf neutral. Nase runter. Sind wir lang? Ja, wir sind langsam genug für Landeklappen. Die bremsen ja sowieso wie wild. Und jetzt geht's steil bergab mit uns. Fahrwerk ist draußen, weil kann man eh nicht ändern. Noch mehr Flaps raus, dann können wir noch mehr Gebremse bergab, aber nicht mit der Geschwindigkeit, bitte. Also mal eben einmal kurz Nase hoch und dann wieder Nase runter. Ja, wir kriegen trotzdem Full Flaps. Oh doch, wir halten noch Geschwindigkeit jetzt so 95 Knoten. Ja, das müsste eigentlich hinhauen. Die Flughafengebäude sind hinten links.
ich merke hier ein bisschen Böen im Yoke. Aber wir haben nur 4 Knoten, das ist also alles machbar. Oha, jetzt merke ich es aber doch. Über die Stromleitung fliegen wir in jedem Falle hinweg. Oh, jetzt muss ich aber drücken. Ha! Okay, 4 Knoten Seitenwind. Geschwindigkeit ist soweit ganz, naja, ein bisschen flott eigentlich, aber Motor ist auf Null. Landebahn ist lang, also können wir in Ruhe ein bisschen ausschweben hier. Turkish 9 in proper uniform, remember one 8 left, please for takeoff, the wind 240 degrees, 1 8 knots, goodbye. Ja, wir sind noch zu flott. Aber jetzt schweben wir so richtig schön aus. Ja, auch gleich lassen wir von selber aus. Ja, mein Gott, bin ich gut. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, das sind mehr als 10 Sekunden. Da muss ich nochmal bei. Ich hatte es schon so weit. Warum fährt der so komisch? Warum bremst der vor allen Dingen nicht? Warum kümmert er sich nicht? Anscheinend haben sich die Pedals auch disconnected irgendwie. Ja, Moment, wenn die Pedals sich disconnected haben, wie steuere ich denn dann überhaupt? Gott, ist das leise. Ich höre den Motor kaum am Kopfhörer. Oder ich bin gegen das Drehpote hier gekommen. Doch, also er reagiert auf die Pedale. Er reagiert nur sehr, sehr viel weicher, als ich das normalerweise gewohnt bin. Das ist also letztlich mein Fehler. Ist mit Bremse? Doch, Bremse geht, alles gut. Auf was für einer Straße bin ich denn hier gelandet, sag mal? Oh, wo stellen wir uns denn mal hin? Hier ist eine Menge Beton, wo wir drauf platzen können. Oh, der Beton ist kein Beton. Obwohl, macht das hier einen Unterschied? Ja, da wollen wir denn. Ja! Das hätte aber auch schief gehen können. Oh, das ist knapp! So, ist mir das auch egal. Wir stellen uns einfach hier hin und fertig. So, Brems. Okay, Motor aus, Handbremse an. So, jetzt können wir hier auch ein bisschen ausknipsen. Halt, Flaps. So, jetzt gehen wir einmal in die Runde gucken. Ja, perfekt geparkt. Wunderbar, wir haben jetzt 7.44 Uhr Ortszeit. Ja, ja, sieht aus wie der typische Flughafen direkt an der Eisenbahn. Na gut, okay, Alt R. Und wir versetzen uns mal irgendwo hin, wie zum Beispiel hier. Sieht das aus? Naja, ich arbeite vielleicht ein bisschen mit Beschleunigung, ne? Der hier. Habe ich trotzdem Zeit, schon mal in Ruhe hier Maß zu nehmen. Schön dicht dran. Ja, da habe ich offensichtlich den Autopiloten geabschaltet und panisch irgendwelche Knöpfe und Hebel gedrückt. Das ist aber auch jetzt Zeitraffer, ne? Also in Wirklichkeit wäre das alles ein bisschen langsamer. Einen überdurchschnittlich steiler Anflug. Ein toll kühler Pilot. Gewagt ohne Ende. Außerdem habe ich Kohldampf. Ich müsste ja mal was essen. Was haben wir denn für eine Echtzeit? 15 Uhr. Zeit zum Frühstücken. Da.
Man kann gar nicht doll genug drücken hier. Ja, das war eine lange Schwebephase. Pärchen im Hinterkopf, die viel zu lange Meldung im Lua-Script noch mal ein bisschen anpassen. Ja, geht so, ne? Hätte besser sein können. War zu flott. So, vielen Dank fürs Reingucken. Wieder mal. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. So, drücke ich ganz doll hier drauf.